Unterwegs sind wir zur Sommertour von Ostthüringen TV und TV Altenburg gemeinsam, und zwar zusammen mit der Promotour zur Thüringer Rundfahrt der Frauen, die auch im Juli durch Ostthüringen gehen wird. Mit dabei ist eine Samba-Gruppe, die man momentan nicht hört, aber wir können sie zumindest mal zeigen nach hier drüben. Und es sind dabei der Prinzenraub Altenburg, die Altenburger Brauerei und natürlich viele, viele Radfahrer. Und einen von den Radfahrern habe ich jetzt hier bei mir. Es sind 37 Grad angekündigt. Will man sich das wirklich antun? Ach, ich denke schon. Man sollte einfach mal losfahren und mal gucken, wie weit man kommt. Die Temperaturen sind nicht ganz so tragisch, wenn man Fahrtwind im Gesicht hat. Deshalb denke ich, wir kommen an. Ihr kommt an. Okay, es sind 160 Kilometer. Ja. Bereitet man sich da irgendwie darauf vor oder was macht man während der Fahrt, damit man diese 160 Kilometer auch durchsteht? Naja, also das Wichtigste ist, dass man viel isst und viel trinkt. Und nicht erst, wenn es zu spät ist, sondern immer kontinuierlich. Und ich denke, dann sollte man das auch schaffen. Wir werden die ganze Strecke dabei sein. Wir werden ihn also auch nochmal am Schluss der Tour interviewen. Mal sehen, ob er dann noch so frisch ist wie jetzt. Wir werden dabei sein. Es geht los in Altenburg. Von hier aus geht es nach Schmölln, von dort nach Gera, dann nach Greiz, dann nach Zöllenroda und dann nach Schleiz. Und wir werden einfach so beobachten, was im Sendegebiet von Ostthüringen TV und TV Altenburg so passiert. Wir werden da sicherlich ganz spannende Geschichten erleben. Und ja, jetzt einige Eindrücke von der Fahrt. Gemeinsam mit den Radfahrern begeben wir uns auf Ostthüringens Straßen. Während diese allerdings in der Hitze strampeln dürfen, genießen wir das schöne Wetter aus dem klimatisierten Fahrzeug. Die erste Station ist hier im ostthüringischen Schmölln, und das ist eine gute Gelegenheit, mal mit der sozusagen Chefin der Thüringen-Rundfahrt zu sprechen. Als Radprofi, wie ist die Strecke hier in Ostthüringen? Ist das was Schweres? Ja, auf jeden Fall, definitiv. Es ist ja jetzt nicht so, dass hier die Berge so richtig lang sind wie in Frankreich, in den Alpen, aber dadurch, dass man hier quasi gar keine Erholungsphase hat, weil es ja ständig hoch und runter geht, ist das eigentlich richtig zermürbend. Noch schlimmer als 20 Kilometer am Stück berghoch. Und jetzt muss man natürlich die Frage stellen, heute sind 37 Grad irgendwie angekündigt. Wie geht man da in so einen Tag rein? Ach, da habe ich gar kein Problem damit. Für mich persönlich. Ich liebe sowieso das schöne Wetter. Klar, 37 Grad ist jetzt ein bisschen extrem. Aber wenn Sie mal ein Stück Rad gefahren sind, auch bei Hitze, merken Sie, so mal lange man fährt, hat man Fahrtwind, macht trotzdem Spaß. Keine Frage. Okay, das klingt positiv. Allerdings sind wir dann doch froh, dass wir im Auto sitzen und mitfahren. Ja, Und wir werden jetzt einfach mal wieder auf die Strecke gehen und schauen, was so passiert. Okay. Von Schmölln geht es nach Gera. Im Hofwiesenpark befinden wir uns im sommerlichen Veranstaltungszentrum der Stadt. Oberbürgermeister Dr. Norbert Vornehm übergibt mit einem Sonnenschirm ein zwar nützliches, für die Radfahrer aber vermutlich eher unpraktisches Utensil. Station in Gera auf der Promotour. Sie haben gerade begrüßt und gesagt, Radsportstadt Gera. Da wollen wir natürlich wissen, wie hält es der Oberbürgermeister in Gera mit dem Radfahren? Ach, das ist durchaus was ich nicht nur gerne mache, sondern was ich durchaus regelmäßig mache. Es ist einerseits für mich ein Stück weit ein Sportgerät, aber es ist auch ein Verkehrsmittel. Also ich benutze es für beide Zwecke, und das ist einer der wenigen Sportgeräte, die ich, glaube ich, wirklich immer noch regelmäßig nutze. Und jetzt muss man natürlich heutzutage einfach zum Thema Fußball fragen. Wie sieht es beim Thema Fußball aus? Also heute wichtiges Spiel. Was schätzen Sie? Ja, ich denke, das wird nun wirklich eine ganz große Herausforderung. Und ich weiß ja, dass alle hier in diesem Land, natürlich auch hier in Gera, einen Sieg erwarten. Ich erhoffe ihn, sagen wir mal so. Ich habe die Argentinier verfolgt. Sie zählen für mich wirklich zu den Mitfavoriten. Also wenn die deutsche Mannschaft dieses packt, dann sehe ich es im Endspiel. Und nun sind wir hier am Hofwiesenpark. Es ist schönstes Wetter. Und da kann man natürlich auch mal fragen, was für Highlights gibt es in Gera in diesem Jahr noch? Neben natürlich der Thüringen-Rundfahrt der Frauen, also als Etappenort. Ja, wenn wir hier schon am Hofwiesenpark sind, hier findet praktisch an jedem Wochenende ein besonderes Highlight statt. Wir haben demnächst wieder unser Open Air Film Festival, was hier fast eine Woche lang ohne Eintrittsgeld einen schönen Rundblick gibt über Filme der vergangenen ein, zwei Jahre.
Jahre. Es geht dann weiter mit einer ganzen Reihe von musikalischen Highlights von Carmina Burana, was hier gegeben wird, bis hin zu Pink Floyd Revival werden wir hier haben. Also ich denke, man muss gar nicht groß in den Plan reingucken, wenn man am Wochenende Zeit hat und denkt, Menschenskinder, jetzt würde ich gerne mal was Besonderes erleben, dann lohnt es sich nach Gera zu fahren. Ich garantiere, es ist hier jedes Wochenende, auch jetzt in den Schulferien, was los. Das ist natürlich dann also demzufolge ein super Anlass und vor allen Dingen eine persönliche Einladung des Oberbürgermeisters in den Hofwiesenpark zu gehen. Bei uns geht es jetzt weiter mit der Sommertour und den Radsportlern. Obwohl in Gera alle Radfahrer frohen Mutes sind, gibt es hier den ersten Ausfall zu verzeichnen. Wir hatten ihn am Anfang der Tour gefragt, wie es mit der Tour aussieht. Jetzt hat er ein ganzes Stück, wir sind auch mal ein Stück hinter ihm hergefahren und haben gesehen, dass er eigentlich noch total relaxed telefoniert hat, gegessen hat während der Fahrt. Ich war völlig fasziniert, ich dachte, das kann man nur im Auto. Darf man das überhaupt telefonieren beim Fahrradfahren? Natürlich nicht, aber wenn ich der Letzte bin, sieht es ja keiner. Ach so, man kann vor allen Dingen keine Fahrerlaubnis verlieren. Ich glaube doch. Ach so, man kann die Fahrerlaubnis verlieren. Okay, gut, dann müsste man das jetzt einfach mal vergessen. Nein, aber was viel interessanter ist, er gibt auf. Zumindest habe ich das irgendwie gehört. Naja, also ich sag mal so, es war vielleicht doch ein bisschen wenig Training. Deshalb bin ich jetzt der Meinung, mich in Selbstschutz üben zu müssen und einfach wieder nach Hause zu fahren. Okay, der Selbstschutz, ich habe es gehört, er will unbedingt das Fußballspiel heute sehen. Und er schafft es, glaube ich, jetzt von hier aus gerade noch wieder bis nach Hause, bis nach Altenburg, um Fußball gucken zu können. Aber er hat mitgemacht, hat bis Gera durchgehalten. Das ist schon mal mehr als das, was ich könnte. Deswegen gehen wir jetzt auch wieder auf die Strecke und gucken uns mal an, was die so machen, die durchhalten. Wieder geht es auf die Strecke und das Thüringer Vogtland lässt mit reichlich Bergfahrten grüßen. So, das ist dann in etwa so, wie ich mir vorstellen könnte, dass ich diese Tour überhaupt durchstehe, nämlich dass man noch am offenen Auto sitzt und einfach auf die Radfahrer guckt. Ja, und da kann man mal sehen, wie die kämpfen. Ich kann nur sagen, es ist unglaublich, es ist tierisch heiß. Ich könnte hier noch nicht mal laufen draußen und schwitze schon vom Stehen. Und die fahren jetzt hier den Berg aus weiter raus in Richtung Kreiz. Es ist unglaublich. Und da können wir einfach mal so ein bisschen drauf gucken. Okay, das lobe ich mir an dem Job, man kann einfach irgendwie alles tun und das ist heute das Beste bei 37 Grad hier in Greiz an der Elster. Hier läuft nämlich eine Fun-Regatta und darüber wollen wir jetzt mehr erfahren und da können wir hier Infos aus berufenem Munde bekommen. Fun-Regatta, also was wir gesehen haben, so richtig nach olympischer Disziplin sah es nicht aus. Was ist Sinn und Zweck der Geschichte? Das ist keine olympische Disziplin und das hat auch damit nichts zu tun, sondern das ist eigentlich eine Veranstaltung vom Neustadtverein der Stadt Greiz, die ein bisschen Spaß in die Stadt bringen will, ein bisschen Sport für alle. Und die wir voriges Jahr zum ersten Mal gestartet haben und die so viel Resonanz gefunden hat, dass man praktisch gesagt hat, das muss wieder passieren. Und wenn man sich die Startliste heute anguckt, es sind nun schon fast 150 Starts durch. Also der Bedarf ist da, es wird angenommen und es macht wahnsinnig viel Spaß. Und wenn man sich überlegt, dass auch ab und zu einer ins Wasser fliegt oder sich gar hier ins Wasser stürzt, um sich abzukühlen, warum nicht? Sinn und Zweck ist aber einfach irgendwie ins Ziel kommen. Irgendwie ins Ziel kommen und viel Spaß dabei haben. Im Zweifelsfall auch rückwärts. Auch rückwärts, wenn es denn notwendig ist. Wenn man es denn kann, auch in der Eskimo-Rolle und von unten. In den nächsten Minuten kommt dann die Promotour, also unsere Radfahrer, die wir begleiten, hier in Greiz an. Und da werden wir natürlich auch dabei sein. Wohl dem, der sich an diesem Tag für das Rudern als Sport entschieden hat. Körperlich erhitzt, aber noch immer voller Tatendrang, erreichen auch unsere Radfahrer die Stadt an der Elster. Also das ist unser kleinster, ich weiß jetzt gar nicht, wahrscheinlich nicht der jüngste, aber zumindest der kleinste Begleiter heute der Promotour. Wir müssen erstmal erfahren, wer das ist. Jetzt weiß ich gar nicht so richtig, wo ich das Mikrofon hinhalte. Ich halte es einfach ihm mal. Drei, er sagt nichts.
Er sagt nichts. Dann halte ich das Mikrofon lieber doch nach hier oben. Wer ist das eigentlich? Ist, glaube ich, besser. Das ist unser großer Kurfürst Friedrich II., der Sanftmütige. Ja, mitbeteiligt am Prinzenraub, am Rahmenprogramm des Prinzenraubes. Und er gibt sich heute mal die Ehre, hier die Randregionen mit zu besuchen und natürlich die Promotour der Radfahrer mit zu begleiten. Sanftmütig, stimmt, er ist ja relativ still. Ist er sonst auch so still? Also eher schon, ich weniger. Apropos Prinzenraub, bei den Festspielen war Preisverleihung angesagt. Klaus Jäger Senior erhielt den diesjährigen Preis des Fördervereines Prinzenraub. Damit sollte nicht nur dessen Engagement bei den Festspielen gewürdigt werden, sondern auch die Entwicklung seines Unternehmens Expert Jäger am Wirtschaftsstandort Altenburg. Klaus Jäger sicherte in seiner Dankesrede zu, auch weiterhin den Festspielen die Treue zu halten. In der letzten Vorstellung will der Unternehmer sogar selbst mitspielen. Dann wird er das Wollschwein über den Schlosshof führen. Immerhin habe er selbst genug Schwein gehabt und auch seine Frisur ähnle dem des Tieres, meinte Jäger unter dem Applaus der Zuschauer. Doch zurück auf den heißen Asphalt Thüringens. Während unsere Radfahrer einen Zeitplan einzuhalten haben, genießen wir die Landschaft Ostthüringens. Nur ein kurzer Zwischenstopp in Zollenroda und es geht weiter. Es geht vor allem hügelig weiter, wenn man nach Schleiz will. Wir warten auf unsere Radfahrer im Schleizer Freibad Visenta Perle, welches auch den Namen für die eigene Schleizer Symbolfigur gibt. Jetzt sind wir an unserer letzten Station, nämlich in Schleiz und da passend, wo man nicht anders sein sollte an so einem Tag, nämlich in einem Bad. Das Bad heißt Visenta Perle, aber das ist nicht das Einzige, was Visenta Perle heißt, nämlich die junge Dame, die junge gut aussehende Dame neben mir heißt auch Visenta Perle. Wieso? Tja, unsere Bürgermeisterin, die wollte keine Prinzessin oder Königin und deshalb bin ich eine Perle geworden. Eine Perle. Und wie ist der Bezug zwischen der dann doch Prinzessin und dem Bad? Muss man da regelmäßig baden gehen oder wie wird man das? Das wird man durch eine Wahl und ich bin dazu da, um die Stadt Schleiz zu repräsentieren. Ach so, jetzt müssen wir natürlich einfach eins zeigen. Es ist eine Wahnsinnshitze, was ich heute schon mehrmals gesagt habe, aber dann tut sie sich dieses Outfit an. Aber was ich besonders schön finde, sind die Füße, weil das passt dann tatsächlich dann doch zum Bad. Normalerweise gehören da noch richtige Schuhe dazu, oder? Ja, die habe ich aber heute weggelassen. Jetzt kommt ja die Promotour zur Thüringen-Rundfahrt der Frauen hier in Schleiz an. Ist Schleiz denn eine richtige Sportstadt? Ja, eine Rennsportstadt ist es, weil es findet auch immer die Motorradrennen statt, IDM oder die Klassikrennen, ja. Und ich habe gehört, es gibt mittlerweile auch ein Schleizer Dreieckrennen mit Radfahren. Hat sich das schon so richtig durchgesetzt? Das ist ein Jedermann-Rennen. Das ist dieses Jahr das erste Mal gewesen und es waren gut besucht, muss man sagen. Okay, danke. Und wir warten jetzt einfach wieder, wie an jedem Ort, bis unsere Radfahrer hier eintreffen, die sich durch einige Berge zu kämpfen haben. Und wir schauen in der Zwischenzeit mal, was hier so in dem Bad los ist. Nachdem unsere Samba-Trommler richtig eingeheizt haben, übergibt Vera Hohlfeld die obligatorischen Plakate zur Thüringen-Rundfahrt. Damit endet dann auch unsere Tour durch das Sendegebiet. Was jetzt? Das war unsere letzte Station bei der Sommertour von Ostthüringen TV gemeinsam mit TV Altenburg und natürlich gemeinsam mit der Promotion-Tour zur Thüringen-Rundfahrt der Frauen. Nicht vergessen, die geht am 20.07. los.
ich suche mir jetzt irgendeinen stillen See ohne Trommler, ohne Radfahrer und bade dort einfach, weil das ist die einzige Stelle, an der man es aushält. Tschüss.